Moin Leute, wir sind wieder bei Target einkaufen. Ja, ein paar Kleinigkeiten mal wieder gefunden. Ich habe mir jetzt nach langer Zeit mal so eine Tasche geholt. Jetzt fand ich das so cool und habe für den Kleinen auch so eine coole Tasche gefunden. Ich fand es ganz praktisch, weil gerade hier im Sommer, wenn es zu warm wird, wie heute, heute ist es verdammt warm geworden. Dann ist es toll, wenn man eine kleine Tasche dabei hat, wo man ein paar kleine Sachen reintun kann. Wenn man halt so wie ich jetzt eine Sporthose trägt, weil es anders nicht mehr auszuhalten ist. Ne? Es wird echt mega warm hier. So, wir sind gerade in der... Ja, Müllauto. Wir sind hier gerade in der Spielabteilung. Das ist natürlich der Himmel wieder hier für den Kleinen. Leon, hast du gesehen, wie viel Paw Patrol hier ist? Für alle Paw Patrol Fans. Das ist ja sogar safe. Papa! Wie mal! Und nein, wir zwingen ihn nicht, eine Maske zu tragen. Er wollte das. Er findet das so cool. Ne? Manchmal. Für ihn ist es wie eine Batman-Maske oder sowas. Boah, guck mal, hier ist der Paw Patrol Tower mit dem Meteorit, wo die alle Superpups sind. Der Mighty Looker Power. Robodog. Guck mal, wer ist hier? Der Rex. Der Rex. Der kleine Hund im Rollstuhl. Ja, das ist der. Genau. Und irgendwo habe ich gerade noch die Super Twins gesehen hier. Wo? Die Zwillinge, die ganz starken. Keine Ahnung. Aber mehr. Hier. Hier hat es schon verdammt viel Zeug, vor allem von Disney oder sowas oder Serien. Gibt es hier extrem Doggy-Dos. Meine Lieblings-Wendys! Und das sind die Puppy-Dog-Pals. Und für ihn, er hat irgendwie Poggy-Dos verstanden und das waren dann immer Poggy-Dos. Cool, hä? Huh? Guck mal. Poggy-Dos. Hier. Kann ich den auch mitnehmen? Nee, er ist schon genug mitgenommen. Hey, Papa. Nee, nee. Oh, ein Riesenschock. Cool. Komm mal, Papa! Boah, ein Batman-Auto. Das aber ein richtig großes. Was geht denn hier? Try me. Papa, kannst du mich jetzt aufheben? Da geht nichts. Da kann man nichts tryen. Oh, guck mal hier, Iron Man ist da. Von denen haben wir schon angefangen was zu holen. Warte mal, man sieht ja die Häuser gar nicht hier. Jetzt sieht man mehr. Hallo Batman. Wie geht's dir, Batman? Gut. Gut.
Hasen drauf. Ach, guck mal hier. Briefkasten. Von Ostern habe ich die ganz allein gebaut. Guck mal gleich, Mama. Da ist der. Vorsicht, ich hab die Straße. Klasse. Sehr, sehr schön. So. Guck. Hier eine Katze drin. Katze. Sieht man nicht so ganz aus. Oh, wir hatten gerade eben noch einen Walmart. Heute waren wir bei Walmart. Ja. Ein Walmart Horror Trip Marathon hinter uns. Ich habe mein Auto gefunden. Das haben sich als Pickup gewonnen. Drei Sachen. Wir waren wie lange da drin? 3 Stunden? Locker 3 Stunden. Deswegen, jetzt sind wir schon wieder so spät nach Hause gekommen, dass schon wieder vom Tag nichts übrig bleibt. Morgen muss ich wieder arbeiten. Das ist immer so doof, weil wenn man so die ganzen Tage, die wir haben, frei ist, einfach nur damit verbringen, irgendwo rumzurennen, Sachen einzukaufen etc. Ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen auf, genau, bald haben wir alles zusammen und dann ist auch alles aus Deutschland wieder da. Dann läuft das. Okay. Auf geht's, nach Hause. Trinken. Moin Moin ihr Lieben. Update zum Jacuzzi. Wir haben gesehen, draußen in der Garage ist der Sicherungskasten und es funktioniert jetzt. Es funktioniert. Ziemlich cool, ey. Soll ich dann für die anderen sowas nehmen oder was soll ich für die anderen mitnehmen? Also auch so mit Streuseln drauf, bis neben Kinder. Ich rede nicht mehr von den Kindern, ich rede jetzt von Chris und Jessie. Weiß nicht. Also ich finde sowas ja sehr nice. Aber vielleicht irgendwie eher was Klassisches. Nur das so. Ja. Heute sind wir im Kinderzimmer vom Kleinen und ich wollte, bevor jetzt unser Container kommt und das Hochbett kommt, einfach diesen Raum auch noch komplett gereinigt haben mit unserem neuen Kumpel hier. Der ist echt, bisher hat er sich super schon bewährt. Hier hat es echt ein paar dunkle Stellen und Flecken. Ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, aber hier am Rand, da sind echt noch teilweise viele dunkle Flecken und dunkle Stellen. Und ich werde jetzt einmal mit der Elektrobürste hier drüber gehen. Das habe ich schon drüben im Gästezimmer gemacht. Da gibt es übrigens noch viel mehr Flecken, die zeige ich euch auch gleich. Und danach werde ich nass reinigen und versuchen, die Flecken rauszukriegen. Ich werde euch gleich vorher Bilder zeigen und hoffen, dass sie natürlich rausgehen. Und dann zeige ich euch auch die Nachherbilder. Wir sind jetzt hier im Gästezimmer. Und wie man sieht, da sind schon echt noch einige Flecken drin. Und wir hoffen einfach, dass wir sie rauskriegen. Ich möchte einfach, dass das hier sauber ist, bevor unsere Möbel hier drin stehen. Und genau, deshalb nehme ich euch mit. So, wie ihr seht, das Wasser ist sauber und klar. Und das werde ich euch dann zeigen, wenn wir fertig sind, wie es dann aussieht. So, ich habe jetzt nur das Kinderzimmer hier gestaubsaugt mit der Elektrobürste. Und das ist rausgekommen. Also ich bin jedes Mal wieder geschockt. Es ist schon echt super ekelhaft. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch die Nassreinigung hier machen. Und dann werden wir sehen, was da noch rumkommt. So, ich habe jetzt den kleinen Rucksack hier hinten drauf gebaut. Und das ist jetzt einmal die Nassreinigung. Ich habe schon den Reiniger für Teppiche mit reingetan. Dann haben wir hier einmal einen kleinen Aufsatz. Ich glaube, der ist für hartnäckigere Flecken. Und den großen Aufsatz. Ich werde beide verwenden.
und dann zeige ich euch nachher mal das Ergebnis und vielleicht auch währenddessen, während ich den einen Fleck nachher drüben mache. Ach so, heute mal wieder Hühlervorführung. Ja, ich habe ja eben schon gefilmt. Die wissen ja, was ich tue. Scheiße, warum wusste ich das nicht? Okay. Hast du schon die coolen Flecken gefilmt? Ja. Den riesen Pipi-Fleck zum Beispiel hier oder was auch immer er ist. Ja, also wenn eine professionelle Reinigungsfirma so einen Pipifleck da nicht wegbekommt, wir mit einem Hühler, dann ist die Frage, ist die Firma professionell oder war sie überhaupt da? Was sollte man? Siehst du das Wasser? Oh ja. Wie das da rauskommt? So macht man den Teppich dann wieder trocken. Sieht man das? Ich weiß nicht. Vielleicht mal von vorne? Ja, da sieht man das super. Tschüss, Pipi-Fleck. Also da ist nur noch ganz, ganz wenig da. Mhm, aber beim nächsten Mal wird er wahrscheinlich definitiv wechseln. Ja.